Und wir sind wieder zurück Ich bin in bei der den Kuppel. Koordinaten. Die Architektur sieht nach Packs aus, ja, aber Leute, der Schneesturm hat einfach aufgehört. Was redest du denn da? Der Sturm wird immer schlimmer. Ja, aber nicht hier drin. Er wird von einer Art Energiefeld aufgehalten. Faszinierend. Aber wie? Ja. Das Intro hatten wir schon, das Outro letzte Folge. Wir machen weiter hier. Mit einer fetten Cutscene gleich mal. Ein Obelisk. Wie der, mit dem Orgis den Sturm zurückgedrängt hat. Schützt das Ding diesen Ort? Ich weiß es nicht. Eisen. Ich mal Eisen abbauen. Indem ich Blut spenden gehe. Ja, das hilft anscheinend, wenn man Hämakromatose hat. Der Wasserfall schaut eigen aus. Okay. Hämakromatose ist einfach zu hoher Eisengehalt im Blut. Vererbt. So ähnlich wie Gicht bei mir. Zwei Sachen, auf die ich aufpassen muss. Deswegen ist bei mir ja Unteressen als Überessen angesagt. Also zu viel Essen ist schlecht für mich. Mal die Storche. Was bist du? Das erste Mal, dass man Tiere in diesem Spiel sieht. Sehr close. Oh, komm schon. Ich wollte mein Close-up haben. Ist schwierig, gerade da ein Close-up zu kriegen von dem Typen. Okay. Ja, das reicht. Cutscene. Betreten. Betreten. Ein Loading Screen vor der Cutscene. Das. Jetzt geht's los. Finde, Gaktarum Hetaru, wusste du kommst eines Tages. Zu spät. Was zum Teufel? Ein Pex? Letzte Pakana, vielleicht. Dann bist du die letzte mit Augusts Gabe. Stürme bändigen der. Obelisk? Er erzeugt die Barriere. Darum wollte Salvador, dass wir dich finden. Immer brachte Salvador diese köstlichen Süßigkeiten. Hast du Süßigkeiten? Hast du Süßigkeiten? Nein. Ah ja. So, wunderschöne Dinge einst dein Volk machte. Aber alles vorbei jetzt. Dieser Anmalersplitter ist dem Ende nah. Mein letzter Itare zerfällt. Warum? Du hier. Ich benötige Hilfe. Ich weiß. Ich habe kein Recht. Aber der Obelisk, er könnte mein Volk retten. Retten? Wen auch immer. Nicht möglich. Das ist okay. Nichts endet. Jemals ganz. Tee? Warum willst du unbedingt leben? Hm? Bald ganzer Planet. Komm doch mit mir. Sehr viel angenehmer so.
Hör zu. Du hockst hier rum und jammerst wegen Süßigkeiten. Du hast aufgegeben. Andere Packs haben beschlossen, sich zu wehren. Schau dir August an. Hat für einen alles aufgegeben. August lebte noch. Du retten? Nein. Er rettete uns. Und dann... August, an dich geglaubt. Vielleicht doch noch möglich. Es gibt noch einen Splitter. Große Macht aus Wurzeln von Anmala. Genug für noch einen Iruk Itare. Itare? Einen Obelisken? Wie? Sehr gefährlich. Viele Bestien jetzt und Wilde sind zurück. Alle, die Splitter suchen in verlorener Stadt, sterben. Keine Sorge. So schnell sterbe ich nicht. Kein Ende, wie du wünschst. Es wird Opfer sein. Und auch Schmerz. Jo, sie sagte, dass es keinen weiteren Splitter gibt, aber in der Hand des Wanderers von der Nebenquest gab es ja eigentlich, er hatte ja einen Splitter in der Hand zum Schluss. Am Schluss seiner Nebenquest hat er damit versucht, einen Pax wieder zum Leben zu erwecken, nicht zum Leben zu erwecken, zum Zurückwandeln. Er wollte den Pax zurück in einen August wandeln. Den Feral Pax in wieder in einen Pax. Verdammt, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, er versucht ihn wieder normal zu seiner normalen Form zurück zu verwandeln. Ich sollte aufhören zu reden und weitermachen hier. Interessant. Salvators Tagebuch. Vielleicht noch Hoffnung. Wow, du bist in meinem Kopf. Nenn mich Atuma. Vor langer Zeit war mein Volk primitiv, lebte in Höhlen. Doch dann verstanden wir Anmala. Die Anomalie. Was ist das? Es erschafft, es zerstört. Der Vater hieß, lehrte mein Volk Anomalie zu zähmen. Wie ihr einst das Feuer zähmte. Sie glaubten, Anomalie kam von den Stürmen. Aber Vater lehrte sie, Brunnen zu graben, um sie aus dem Untergrund freizusetzen. Anomalie gab den Ahnen neue Möglichkeiten. Unsere Zivilisation begann. Der Vater. Ah, da ist mein altes Thumbnail. Ich glaube, diesmal nehme ich wieder eine Cutscene. Ich kann deine verlorene Stadt sehen. Tarja Kratar, die Krone der Zivilisation der Ahnen. Aber alles vorbei. Geschichte verloren. Okay. Vater. Wir kommen in Fight. Oh, ah ja, ach, Kampf. Ich wollte Vanguard chargen. Jo. Ah, war ja klar, dass ich solche Fehler mache. Schütze zu zerstören. Ich habe mir eine Goldwaffe ausgerüstet übrigens. Kann ich euch dann noch schnell zeigen. In den Kampf ohne. Ohne? Das ist leider kein Crony. Auch mein Pilzgefährte. Ich mir vorstelle, das Eisgeschütz wird Roni sein und das Giftgeschütz der Pilzgefährte. So. Sniper auch da. Und dann Q.
Und bevor ich... Okay, Rückzug. Verdammt. Rückzug! Ach, das haben wir was gefressen. Ich will ein bisschen Hilfe, diesen Typen zu vernichten. Diesen Scheiß zu Dude frieren kann. Ich weiß nicht, was er gerade eingesetzt hat, aber ich hatte mir anscheinend nicht viel geholfen. Und ja, doch. Oh, meine Augen brennen schon. Du bist dran geschützt. Ach, nächste Welle. Ach, setz dich in bessere Deckung. Ja, Freeze ist nice. Ah, nehmen wir die Loot gleich mit. Nein, ich hab nachgeladen. Ah, verdammt. Der ist wurde gefroren. Du bist wurde gegiftet. Diese Waffe schaut so nice aus. Auch mit dem großen Magazin. Und Freeze. Besser als mein Gold. Okay. Ah, das geht schon weiter. Es geht schon weiter. Keine Zeit zum Waffen herzeigen. Alles überstanden. Nicht meine Reichweite. Wie das Ding endlich? Okay, doch. Ich freue mich schon, wenn ich die Icarus ausrüsten kann hier. Meine Sniper. Wow! Schlecht, ganz schlecht. Ich bin nicht reinteleportiert in den Fight. Da, hier ist Deckung. So. Verdammt, lass du lange nach. In Deckung wieder, geh in Deckung wieder. Ich hab die Schlüssel gerade abgelenkt. Geschütz rausgehauen. Ja. Die Waffe ist besser als was ich auch immer Gold da habe. Eindeutig. Freeze ist einfach nice. Ich komme ein bisschen mehr zurück. Oh boy. Oh. Oh nein, weg mit dir. Vielleicht verzichte ich auch ganz auf die Geschütze, wenn ich eine gute Loot habe. Nehme Bestkugeln. Selbstkugeln? Nein. Giftkugeln einfach. Nennen sie einfach Giftkugeln, verdammt. Wische ich denn oder nicht? Aber ich bin erwische ich gar nicht. Giftkugeln, den Kälteding. Vielleicht noch was anderes. Kopf raus! Oh, ich hab ihn gefreezed. Kopf raus, komm. Okay, doch. Da lebt noch irgendwer. Daher mit der Loot zuerst. Ach, thank you. Er schießt mich dann einfach weg. Nicht mal eine Sekunde für sich haben. Frage. Zur Hölle, was interessieren sich die Bestien für die alten Ruinen? Vielleicht. Ich habe gar nicht durchgeschaut. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich mir ein bisschen meine Loot durchschaue. Da ich ja. Oh. Na, schau, schau. Das wird sich doch auszahlen. Ah. Nein. Beim nächsten Mal. 38 schon. Beim nächsten Mal, wo ich eine Werkbank bekomme. Dann wird sich auszahlen, ist das ein Sniper? Gewehrstandard, ja. Frost und Verbrennung. Das ergibt keinen Sinn. Hier noch was. Blutung.
und Frost beim Nachladen. 38, 38. Dann probieren wir diese hier. Schaut krass aus. Das heißt, es wird ziemlich viel Frost sein, weil eine Kugel hier nur drinnen ist. Also sollte es genug Frostexplosionen geben, die die Gegner dann vernichten. Also die Kombination wirkt nicht so schlecht bei dieser Waffe. Und jetzt kommen fette Fights. Oh, da ist hier eine Werkbank. Sehr schön. Dieses Dial, das können wir einfach austauschen schnell. Und den Schnelldurchgang mit einem Attribut raufhauen und ein Kälteeinbruch-Effekt, nein, das, da haben wir noch nicht so viele, passt schon. Falsche Waffe habe ich ausgetauscht. Merke ich gerade. Ah, oh, du. Die perverse Gnade kommt auch noch. Oh, pervers. Okay. Wie lange sind wir schon drin in der Folge? 15 Minuten? Gut geschätzt, gut geschätzt. Okay, nächster Fight. Ich kann mich erinnern. Hier geht's ab. Das wird kein leichter Fight. Verdammt. Ich glaube, ich bin als Trickster gelitten. Und das sind auf jeden Fall Trickster-Gegner. Und wir gleich mal die Geschütze in seine Fresse. Geschütz 1 und Geschütz 2. Ah, schau. Kann das, glaube ich, schon was. Ja. You get dodged, man. Get dodged. Oh. Oh, diese Waffe. Vernichtet. Sicherheitsabstand halten bitte, sicher, oh boy, oh je, das ist ganz schlecht für mich. Oh, ich werde verfolgt auch noch wie wahnsinnig. Okay. Bin ein bisschen zu close quarters gerade. Aber es hilft gerade nichts, wenn ich so verfolgt werde. Oh. Das. Da ist noch einer. Oh, super Freeze. Wohin willst du? Ja, Menschen sind auf jeden Fall ein bisschen leichter für mich in dem Charakter als der Charakter. Als alle anderen Sachen. Puh. Was? Alle anderen Sachen sind Monster. Um es kurz zusammenzufassen. Eine Waffe wird nicht benötigt. Ja, ich glaube, der Sniper ist schon hilfreich hier. Macht nicht so schlechten Schaden. Ich glaube, ich habe wieder eine Apocalypse-Tier-Rüstung bekommen. Oder Apocalypse-Gear. Werden wir gleich nachschauen. Stiefel sind normal. Gefriergeschütz. Peiniger. Nee. Ja, ich die ganze Zeit Werkzeuge der Vernichtung. Vielleicht sollte ich es einfach mal ausprobieren. Mich den Werkzeugen der Vernichtung hingeben. Ja, geschätzte 8.
Part werden kommen. Ich glaube, damit bin ich ziemlich genau jetzt diesmal beim Schätzen. War hier noch eine Kiste oben? Nein. Weiter. Reisen wir nach Taria Grata. Verdammt, hat die Waffe ein riesiges Magazin. Der Ladebildschirm schaut auch nice aus. Es schaut eh fast jeder Ladebildschirm nice aus. Dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, Netzdiagramm oder so auf den Seiten. Die Spinnenweben, nein, das sind eher so Bienen. Vor langer Zeit, vor dieser Stadt, entdeckte Vater in diesen Bergen einen Durchgang. Was er dort fand, erschreckte ihn. Er versperrte den Weg. Nur Auserwählte durften passieren. Aber mit jeder Reise in die Tiefe brachte er mehr Wissen, mehr Macht für sein Volk. Er erbaute hier seinen Palast und sie ihre Stadt um ihn herum. Und das Volk wurde immer mächtiger. Aber große Macht blendet. Okay. Dann bereiten wir uns auf die nächsten Fights vor. Krass, wie groß der Unterschied ist von Trickster auf Technomancer überhaupt mit Gegnertypen. Im Laufe der Jahre grub der Vater seinen Durchgang immer tiefer. Er entfesselte immer mehr Anomalie, bis die Stürme langsam gefährlich wurden. Ganz Enoch geriet aus dem Gleichgewicht. Chaos und Zerstörung herrschten. Aber den Leuten hier ging es nur um Macht und Geld. Das war die dunkelste Zeit. Ich hab die Loot gesehen. Doppelt. Doppelt Würfles. Außer der Helm, den könnten wir vielleicht brauchen. Peiniger. Ha! Sie geben mir nicht, was ich brauche. Muss ich alles bei der Werkbank umrüsten, falls es überhaupt zu gebrauchen ist. Okay, jetzt beginnen wieder Fights. Ich erinnere mich. Hab ich daneben geschossen einmal. Sind draußen, das gehen dann eben. Das ist eine Vase, die ich zerstört habe. Ha! Beim Runterklettern. Oh, wie cool. Er kommt nicht runter. Ah, oh, nur die Leiche. Ah, oh, wie cool. Oh, komm, Kopf raus. Yeah. Das ist sogar ziemlich nice, weil die Waffe ja wirklich kein Magazin hat und da oft nachgeladen wird. Sagt sich das mal aus. Hunchback Drifter. Oh, da haben wir auch Frost. Frost ist wichtig bei mir. Verlangsameffekt und Asche. Na, klingt auch nicht so schlecht. Aber wir gehen weiter. Open up! Toll, jetzt haben sie auch noch Katapult. Meine Geschütze mal werfen. Wenn ich sie schon habe. Oh, kommen mehr Gegner. Sniper. Ich habe die Granate gesehen, aber ich kann nicht rollen. Ich
mal zur Dodge. Die Waffe pflanze ich die Pestkugeln gar nicht aus. Jetzt werden sie sich auszahlen. Ja. Dort geht. Schon ein bisschen, aber da lebt noch immer was. Ja. Da kommt das Spiel so schnell, nice und schnell und schnell und nice und schnell. Nein. Oh, ich kann schon nicht mehr reden heute. Ich könnte nachladen hier. Und den fette Fight. Ein Boss Fight. Ich eine Kiste was sehen. Ich sehe nichts. Ich gehe weiter. Ich riskiere es. Komm, mein Großer. Lass uns tanzen. Ich glaube, der wird nur noch Freeze haufen, weil wir ziemlich schnell weg sein. Sonst könnte es sehr schlecht für uns sein hier. Aber Freeze ist sehr schön. Sehr brav beim Freezen. Dieser Gegner hat mir in dem Trial ein bisschen gefehlt. Vielleicht habe ich einfach nur einen Teil der Map verfehlt, wo er bekämpfen war. Oh boy. Good distance. Good distance. Das war von meinen Geschützen. Geht da gar nicht mehr. Und von früher. Jetzt hat er gerade den Antifrier-Effekt. Wow. Das ist cool. Du, ganz schlecht. Ganz schlecht. Verdammt. Ich komme gar nicht zu meinem zweiten Schütz zu werfen. Okay. Ah, oh, ich brauche noch immer mehr Leben. Alles wird in Leben gesteckt. Handschuhe und Repa. Armor. Aber da ich hier so schnell aufgelevelt habe, bin ich ja fast überall unterlevelt. Okay, was haben wir hier? Ah, alles ist Werkzeuge der Vernichtung. Was anderes gibt es gar nicht. Peiniger und Kälteeinbruch. Kälteeinbruch. Ja, ich werde mir das ein anderes Mal anschauen. Ich hole mir den nächsten Werkbankpunkt. Werkbankpunkt. In der Mitternachtsfolge gerade. Hopp. Bei mir. Geschützt, du bist dran. Oh boy. Anderes auch. Die Spawn Camps. Nice. Ah, so komme ich weiter. Wird gewundert. Wie komme ich da bloß weiter? Hier runter mit euren Brücken, bitte. Oh. Oh. Der Freeze. Der Freeze-Effekt. Oh, wie nice. Ich
glaube, das wird bei ihm der wichtigste sein bei dieser Klasse. Die Gegner nicht zu nahe kommen. Wieder sowas. Nett. Der Explosionsbug dran. Hopp, da ist direkt vor mir. Ich muss Zeit zum Nachladen. Schütze. Ich muss den drin wegmachen, das wird nicht erleben. Den netten LMG hier. Echt guten Schaden macht. Rettet mich ein bisschen. Ja, ich glaube, ich stehe da am meisten auf Freeze. Danke, Granate. Oh. Das ist immer gefroren. Yay! Nice. Ja, das schaut nach meinem Speicherpunkt hier aus, den ich gleich ausnutzen werde. Neue Loot bekommen. Hier ist eine Werkbank, die benutzt wird. Ich habe ein Apocalypse-Tier-Level bekommen. Right. Und ich auf 7. Yep. So schaut's aus. Was haben wir bekommen? Keine Ahnung. Viele kleine Waffen. Lebenswelle. Oh boy. Das sind mal richtig für den Arsch. Oh. Ja, ich lese mir das ein anderes Mal durch. Ich bin müde. So viel Peiniger. Ja, das ist ein schlechter Scherz. Schlechter April-Scherz. Was ist das? 38, haben wir was auf 39 schon bekommen? 38, oh, mehr. Nein, ich lese mir das alles mal ein anderes Mal durch. Da wird im Leben wieder investiert. Das Wichtigste gerade, mehr Leben. Da wird. Hier, eindeutig. Das hier. Okay. Danke fürs Zuschauen und peace out.